Weißt du was, du kannst dich gerade nochmal bei ihr entschuldigen, weil wir haben sie in Fleisch und Blut da. Machen wir Lärm für die Beatrice, bitteschön. Madame, hallo. Und man merkt, du bist wirklich ein bisschen grösser, so wie ich. Nimm doch bitte Platz, du darfst dich da in die Runde gesellen. Hey! Das Geküsse, das gehört dazu natürlich. Vor allem bei so einer Frau. Nimm doch bitte Platz. Und schau mal, du hast sogar noch ein Mikrofon. Wie geht es dir jetzt, wenn du die Szene da vorne noch mal gesehen hast? Ist schon nein, so recht ein cooles Problem. Gefühl, oder? Alle haben sich umgedreht bei dir. Alle, restlos alle. Ja, und ich habe lang gewartet. Also, die haben lang gewartet, bis sie angefangen haben zu buzzen. Und ich dachte schon, okay. Hast du ein bisschen Angst gehabt am Anfang? Also, nicht Angst. Also, ich hatte schon gedacht, niemand wird sich umdrehen. Weil ich glaube nicht, dass meine Stimme so wunderschön ist oder unglaublich. Also, ich weiß nicht, es ist einfach. Es könnte besser sein, meiner Meinung nach. Oh, Philipp, jetzt kannst du dir noch ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Sie braucht doch einen Confidence Booster. Es ist natürlich schon so, dass Beatrice ja extrem mutig war, mit diesem Song in eine Samstagabendsendung reinzukommen, wo sonst einfach das meiste tätscht und kracht. Und sie kommt mit einem Kontrabass, ein bisschen Klavier, einem ganz reduzierten Schlagzeug und ein bisschen Gitarre und auch die Stimme. Es hätte für mich nicht schon nur mit der Stimme zu tun gehabt, also einfach die ganze Stimmung, also was ja eigentlich Musik letztlich muss machen, ist ja nicht nur was wunderbar schön, sondern es muss einen bewegen, es muss einen bewegen. Und mir hat's dort, sie hat mich wirklich mitten in die Seele getroffen. Es passt auch sehr gut zu deinem Team. Hast du so ein bisschen Konzept? Ja, es klar hat man ein Konzept. Wenn ich wüsste, es kommen 10 James Brown und 10 Aretha Franklins auf die Bühne, dann hätte ich ein Konzept. Aber du weißt ja nicht, wer kommt. Und das Konzept wird so ein bisschen. Ja, natürlich ein Konzept im Sinn von, dass ich gewisse Musik habe ich lieber als andere. Und gewisse Musik kommt mir auch einfacher rein, kann mich auch einfacher bewegen. Aber ich glaube, es hat schon mit denen, die kommen und die man auswählt oder die man auswählen und nachher zu einem kommen. Dort fängt das Konzept auch ein bisschen an, im weitesten Sinn. Du kannst nicht von Anfang an sagen, so will ich, sondern kommen die Kandidaten nicht. Also du siehst also, deine Stimme die kann also etwas, liebe Beatrice. Ja. Aber auch, weil normalerweise bin ich so mit der Kontrabass und die Leute haben es auch gern so zu schauen. Und da dachte ich, oh nein, die Coaches können es nicht sehen. Also es geht wirklich nur um, was sie hören. Es sieht sehr schön aus. Darfst du gerade mal sonst rasch mit mir aufstehen, bitte schön. Weil der Kontrabass, der viel beseite, der steht nämlich jetzt da hinten. Wir hören jetzt gerade ein Lied von dir. Aber zuerst wollte ich fragen, wie teuer ist so ein Kontrabass überhaupt? Ich habe es selber Diese weiß ich nicht, weil ich habe es bekommen, oder? Weil mein erster Kontrabass kaputt wegen einem Transport gemacht wurde. Das ist ein teurer Versicherungsfall. Ja, aber ja, ein schönes Kontrabass, aber ist so in 3.500 ungefähr. Ohne es, also ein ziemlich billiges, aber das noch gut tönt. Alles andere wie billig sieht das aus. Wir hören den ersten Song von dir. Darf ich sonst gerade mal schon parat machen. In der Zwischenzeit Aufruf an Zuschauer. Nachher haben wir natürlich hören, wie der Sven und der Philipp und Krigi die Performance gefunden haben. Aber vor allem geht es um euch. choice.ch/onair. Gebt uns rasch euren Senf mit auf den Weg, dass wir in der Sendung einbauen können.